Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops Cold War Zombies und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr die zweite Main Quest im Outbreak Modus machen könnt, egal im Koop oder auch im Solo, aber kommen wir nun jetzt endlich zu dem ersten Schritt und ihr müsst jetzt genauso wie bei der ersten Main Quest erstmal bis Runde 3 spielen. Das hat aber auch den Vorteil, dass ihr euch jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten könnt mit Perks, mit Waffen, Packer-Punchen, mit Rüstung und allem drum und dran. Ihr könnt auch die Welt-Events machen, damit ihr zum einen Punkte bekommt und zum anderen die Chance habt, eine Raygun oder Raycade zu bekommen. Und wenn ihr jetzt dann eben bei Runde 3 angelangt seid, dann kommt es natürlich erstmal wieder drauf an, auf welcher Region ihr gelandet seid. Wenn ihr in Runde 3 auf Sanatorium gelandet seid, wie es jetzt bei uns mal das eine Spiel der Fall war, dann ist es leider ein bisschen Pech gewesen, denn Sanatorium ist so gesehen die letzte Karte, wo man eben auch den Bosskampf machen muss. Und das bedeutet auch, wenn ihr euch auf Runde 3 dann in die nächste Welle teleportiert, dann könnt ihr nicht nochmal direkt auf Sanatorium landen, aber ihr müsstet auf Sanatorium landen. Deswegen müsst ihr so gesehen noch bis Runde 4 spielen, damit ihr dann eben anfangen könnt. Also hofft einfach darauf, dass ihr eben nicht auf Sanatorium in Runde 3 landet. Solltet ihr aber jetzt auf einen der anderen Regionen gelandet sein, dann müsst ihr jetzt nämlich ein rotes Portal finden. Fangen wir jetzt erstmal mit Ruka an. Da ist es so, dass ihr hier auf der Karte markiert dieses Portal seht und das ist nämlich bei der alten Farm in dieser Hütte hier drin. Das sieht man auch ziemlich gut. Dann als nächstes kommen wir zu der Karte Duga. Das ist dann beim Bunkerhügel. Ihr seht das Ganze auch wieder hier auf der Karte markiert und zwar müsst ihr dann nämlich in diesen Bunker hineingehen und dann unten drin seht ihr das Ganze auch wieder in diesem Raum hier drin. Dann auf der Karte Alpin seht ihr das Ganze hier auf der Karte markiert und das ist nämlich an der Todesklippe, also hier am Hang. Da ist das nämlich hier versteckt an diesem Hang dran. Auf der Karte Zoo als nächstes, da befindet sich das Ganze hier markiert auf der Karte und das ist nämlich beim Wolfsgehege in diesem Tunnel hier drin. Und zuletzt dann noch auf der Karte Golova, da seht ihr das Ganze auch wieder hier auf der Karte markiert mit diesem roten Punkt bzw. dem Pfeil. Und da ist das nämlich in der Kirche ganz oben in diesem Raum hier drin. Und wenn ihr jetzt nämlich das rote Portal gefunden habt auf der Region, dann ist es so, dass ihr hineinlaufen müsst. Und jetzt ist es so, dass ihr kurz irgendwo hin teleportiert werdet, denn ihr werdet jetzt nämlich oberhalb der Karte in die Luft teleportiert. Und jetzt müsst ihr mit eurem Fallschirm in ein anderes Portal hineinschweben, das irgendwo geradeaus vor euch liegt. Beim ersten Mal ist es noch recht offensichtlich, da sieht man das auch ganz gut und der Weg ist nicht so weit weg. Aber dann, wenn man eben in dieses Portal wieder hineingeht, wird man wieder in die Luft teleportiert und muss das Ganze nochmal machen, also wieder zu einem neuen Portal hinfliegen und da wird es dann ein bisschen schwieriger schon. Und beim letzten Mal, das Ganze ist nämlich dann dreimal, wo man in so ein Portal hineinfliegen muss, da ist es dann ziemlich weit weg, da müsst ihr erstmal einfach geradeaus in die Richtung fliegen und dann solltet ihr das Ganze auch schon sehen. Ihr solltet auf jeden Fall auch direkt euren Fallschirm aktivieren, damit ihr es eben so weit hinschafft. Wenn ihr dann das letzte Mal in dieses Portal hineingekommen seid, dann ist es so, dass ihr dann wieder irgendwo spawnt in der Luft, aber vor euch fliegt dann ein Teil irgendwo auf dem Boden. Dort müsst ihr auch hingehen. Wenn ihr das nicht genau gesehen habt, wo es hingeflogen ist, dann seht ihr auch so einen Strahl und dieses Teil müsst ihr jetzt wie gesagt aufnehmen. Und als nächstes ist jetzt eure Aufgabe erstmal die Main Quest auf dieser Runde 3 zu machen, damit ihr eben dieses Anomaliesignal aktivieren könnt. Das ist nämlich das Signal, wo ihr euch entweder extrahieren könnt oder wo ihr zu einer neuen Region warpen könnt. Da ist es nämlich so, wenn ihr jetzt nämlich das Teil aufgenommen habt, dass ihr jetzt mit Ravenov telefonieren könnt. Und direkt nach dem Telefonat könnt ihr auch direkt euch zu der nächsten Region teleportieren bzw. warpen. Die nächste Region, also im Regelfall Runde 4, sollte jetzt am besten Sanatorium sein. Sollte es nicht Sanatorium sein, dann habt ihr entweder was falsch gemacht bzw. irgendwas vergessen oder es ist so, dass ihr einfach nochmal eine Runde spielen müsst. Wie gesagt, wenn vorher in Runde 3 Sanatorium schon gewesen ist, müsst ihr nochmal eine Runde spielen, bis ihr auf eine Region kommt mit einem Portal, um dann eben bei der nächsten Runde zu Sanatorium zu kommen. Wenn ihr dann auf Sanatorium angelangt seid, müsst ihr als erstes zum Helikopter gehen. Der befindet sich hier auf der Karte markiert. Das ist so, dass wenn ihr euch diesen nähert, dann wird auf Ravenov wieder mit euch reden und ihr müsst erstmal einige Zombies töten, die dort spawnen. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr jetzt nämlich zu dieser Tür hingehen und da seht ihr eben dieses Radio bzw. dieses Tongerät auch schon. Aktiviert dieses, ihr hört auch wieder ein kleines Gespräch von Jäger und danach wird euch nämlich der Auftrag gegeben, dass ihr jetzt einen Orb suchen müsst. Dieser Orb, der hat jetzt auch drei verschiedene Spawnplätze auf der Karte Sanatorium. Das eine kann sein beim Bathaus, das ist hier markiert auf der Karte. Da ist es nämlich auf dem Dach ab und zu mal drauf. Der zweite Orb, der kann
kannst dich ab und zu bei diesem Wartungshaus links oben auf der Karte befinden, das seht ihr hier, und dann seht ihr auch hier auf dem Dach diesen Orb drauf. Und zuletzt kann sich dieser Orb dann noch beim Pool befinden, also im Sanatorium selbst, nämlich hier auf dieser Ebene, da kann sich der Orb auch ab und zu befinden. Wenn ihr jetzt nämlich diesen Orb gefunden habt, dann müsst ihr jetzt nun diesen auch anschießen, aber passt auf, dass ihr jetzt nämlich in Richtung der Brücke steht, das heißt, dass ihr einfach diesen Orb in Richtung Brücke abschießt, weil ansonsten entfernt sich dieser wieder von der Brücke weiter weg und ihr müsst dann wieder irgendwo hinlaufen, wo sich der dann hinbewegt hat und diesen wieder zur Brücke schießen. Es ist auch so, wenn ihr diesen Orb einmal abgeschossen habt, zum Beispiel beim Badhaus, dann bewegt er sich ein paar Schritte in Richtung der Brücke, aber ihr müsst dann auf jeden Fall diesen noch 3 bis 4 Mal nochmal anschießen, damit er komplett bis zu der Brücke hingeht. Und wenn ihr diesen dann am Ende oft genug angeschossen habt und dieser sich endlich bei der Brücke befindet, dann solltet ihr jetzt über diesen Fahrzeug hier schweben. Und nun ist es eure Aufgabe, einen Kistenspot zu finden auf Sanatorium, bei dem die Kiste zerbrochen ist und wo sich ein Hase befindet. Hier gibt es jetzt auch wieder 3 verschiedene Kistenspots, die habe ich jetzt auch hier direkt mal auf der Karte markiert, das könnt ihr euch kurz mal merken. Bei uns war es aber eigentlich immer meistens der Fall, dass es wirklich oben auf dem Dach war, aber es kann auch sein, dass es eine der anderen 2 Kistenspots ist, wo eben diese zerbrochene Kiste ist. Die seht ihr jetzt auch schon mal hier und jetzt ist es so, dass ihr erstmal diese aktivieren müsst, dann spawnen natürlich wieder einige Zombies, dieser Hase schwebt in der Luft und wenn ihr alle Zombies getötet habt in diesem Bereich, dann ist es so, dass dieser Hase wieder nach unten geht und ihr könnt diesen jetzt aufnehmen. Ihr habt auch so eine Spezialattacke, die ihr aktivieren könnt, aber eigentlich verfolgen euch nicht wirklich viele Zombies. Ihr müsst jetzt natürlich zu diesem Gerät hingehen und dort diesen Hasen platzieren. Jetzt sollte dieser Orb auch hineingehen in dieses Gerät oder in dieses Fahrzeug und danach bekommt ihr auch wieder ein Tongerät, das ihr dann wieder abspielen müsst. Und jetzt ist wichtig zu sagen, ihr solltet euch auf jeden Fall jetzt ausgerüstet haben mit Rüstung, Packerpunch und Waffen, denn wenn ihr den nächsten Schritt aktiviert, dann könnt ihr auf jeden Fall nicht mehr Packerpunchen oder irgendwas anderes machen. Deswegen macht das auf jeden Fall jetzt. Wenn ihr euch genügend ausgerüstet habt, dann geht es nochmal zurück zu diesem Fahrzeug und jetzt könnt ihr dieses Fahrzeug auch aktivieren. Ihr seht auch schon, dass sich jetzt so eine Art Ring oder Kuppel um euch herum bildet und ihr dürft diese jetzt nicht mehr verlassen, denn ihr kommt jetzt mit diesem Fahrzeug in eine neue Region von Sanatorium, müsst dieses jetzt so gesehen beschützen und eben immer wieder die Zombies töten, die zu euch kommen. Ihr dürft natürlich diesen Bereich nicht verlassen, weil sonst sterbt ihr bzw. bekommt Schaden. Und wenn ihr lange genug das Fahrzeug jetzt beschützt habt, dann ist es so, dass irgendwann auch dieses Fahrzeug kaputt geht und eben auch der Bereich sich auflöst, aber ihr bekommt dann auch natürlich keinen Schaden mehr. Jetzt müsst ihr eben zu dieser großen Statue gehen, nach ganz oben, und da solltet ihr dann auch wieder so ein Tongerät sehen. Ihr bekommt dann auch wieder ein bisschen was zu der Zombie-Geschichte, das werde ich jetzt in diesem Video nicht unbedingt spoilern, aber am Ende ist es eben so, dass natürlich dann wieder alle möglichen Zombies spawnen und ihr müsst von dieser Statue nach unten gehen, in Richtung von diesem Order. Und jetzt ist es natürlich eure letzte Aufgabe, diesen Order zu besiegen. Ich denke mal, jeder, der schon mal Outbreak gespielt hat, beziehungsweise das Order-Event gemacht hat, der weiß, wie das Ganze abläuft. Ihr könnt, wie gesagt, mit der Shotgun schon Schaden machen, müsst aber ein bisschen aufpassen, ansonsten mit Raygun, Raykill geht das eigentlich verdammt schnell. Ja, und wenn ihr diesen Boss dann endlich getötet habt, dann ist es so, dass ihr natürlich dann am Ende diese Cutscene zu sehen bekommt, die ich aber jetzt auch nicht spoilern werde. Wenn ihr das sehen wollt, dann verlinke ich euch ein Video in der Beschreibung, bzw. in der Infobox. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Easter Egg geschafft. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.